Alle höheren Pflanzen sind nach demselben Prinzip aufgebaut. Mit höheren Pflanzen gemeint sind die Farne und die Blütenpflanzen. Der Körper dieser höheren Pflanzen, den bezeichnet man als Kormus. Mit Kormus gemeint ist einerseits die äußere Erscheinung, also wie von außen betrachtet, wie präsentiert sich die Pflanze, wie ist sie strukturiert. Gleichzeitig ist mit Kormus aber auch der innere Aufbau gemeint, wie sind die verschiedenen Organe im Inneren strukturiert, welche Gewebe hat es da und was leisten diese Gewebe für einen Beitrag für die Pflanze. Ein Kormus besteht aus drei Grundorganen, die sind immer vorhanden. Das ist zunächst mal die Wurzel. Die Wurzel kann unverzweigt sein, dann haben wir eine lineare Struktur, oder die Wurzel kann Abzweigungen aufweisen, dann gibt es eine Hauptwurzel, die dann Seitenwurzeln erzeugt. Das zweite Grundorgan des Kormus ist die Sprossachse. Die ist hier blau markiert. Wenn es sich um eine kleine Pflanze handelt, dann nennt man die Sprossachse in der Umgangssprache häufig auch Stängel oder Stiel. Wenn die Pflanze größer ist, dann bezeichnet man die Sprossachse als Stamm. Typischerweise verwendet man diese Bezeichnung für Bäume. Die Sprossachse, die kann unverzweigt sein oder wie in diesem Beispiel hier können Seitentriebe auftreten. Das ist abhängig von der jeweiligen Pflanzenart. Die Seitentriebe werden bei größeren Pflanzen wie Bäumen auch als Äste bezeichnet. Ein Seitentrieb kann seinerseits weitere Seitentriebe erzeugen, also da ist eine starke Verzweigung möglich. Das dritte Grundorgan, das man beim Kormus findet, das ist das Blatt. In dieser Abbildung werden Blätter unterschiedlich bezeichnet. Man hat Tragblätter, man hat Laubblätter, Keimblätter, Kelchblätter, Kronblätter. Im Moment sagen wir, das Blatt ist eines der drei Grundorgane und im Laufe des Semesters wird dann deutlich, worin sich die einzelnen Blatttypen im Detail unterscheiden. Damit sind alle Grundorgane des Kormus beisammen, die Wurzel, die Sprossachse und das Blatt. Die Blüte ist in unserer Abbildung hier zwar vorhanden, die Blüte wird aber nicht zu den Grundorganen des Kormus gezählt. Der Grund ist, Farne besitzen auch diesen Aufbau, mit Wurzel, mit Sprossachse, mit Blatt.
Farne jedoch besitzen noch keine Blüten. Das ist ein Organ, das exklusiv ist für Blütenpflanzen, und aus diesem Grund besteht der Kormus lediglich aus Wurzelsprossachse und Blatt, nicht aber aus der Blüte.